Hallo und herzlich willkommen bei ER Fishing und Fliegenfischer Bazar. Heute bin ich mit euch an der Griffin Snet. Das ist eine Trockenfliege, wird am Anfang und meistens am Ende der Forellensaison befischt. Was brauche ich an Materialien? Ganz klar ein Trockenfliegenhaken Größe 12, eine Faunfeder, eine Grizzlyfeder und ein bisschen Flash. Am Anfang, die Materialien kriegt ihr bei der ER Fishing zu super Preisen. Als Bindefarn benutze ich den UTC 80 in der Farbe Weiß. Ich mache erstmal eine Grundwicklung. Diese Fliege könnt ihr von, also ich würde sie nicht größer binden, aber von 12 bis runter Haken Größe 24 binden. Dürfte also auch kein Problem sein. Kriegt ihr auch alles bei der ER Fishing. Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. So, als nächstes nehme ich mir ein bisschen Flash. Das liegt da so schön. Das gibt dann sogar bei trübem Wasser tolle Bisse. Solltet auch das Schwänzchen nicht zu lang machen. So. Als nächstes schneide ich das ein bisschen hier ab. Wie gesagt, nicht zu lang machen, gibt viel Fehlbisse auch. So. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hier zu binden war, traut sich das nicht zu, aus irgendeinem Grund gibt es ja immer. Schreibt den Edmund Roller an, Inhaber der ER Fishing. Er kann euch die bestimmt auch toll super binden. So, als nächstes nehme ich dann hier mein Faungras. Mache die mit fest. Dann meine Grizzly Hechelfeder. Da habe ich hier vorne so einen kleinen Skalp gemacht. Restlichen Fibern schon entfernt. Wickel das mit ein. Gehe schon mal nach vorne. Und jetzt zeige ich euch gleich noch einen kleinen Trick. Wie gesagt, für Forellen ist das eigentlich eine Trockenfliege, die in die Fliegenbox mit rein muss. So, als nächstes nehme ich da ein bisschen Kleber. Das ist nämlich jetzt das Geheimrezept. Ich mache ganz, ganz wenig, wirklich ziemlich sehr wenig einmal hier rüber. Aber nicht das Öhr zukleben. So. Jetzt zeige ich euch mal jetzt. Manchmal reißen ja so Faungras oder Faunfibern ziemlich schnell. Damit mir das aber nicht dann abhaut, habe ich da ein bisschen Kleber drauf gemacht und wickel das jetzt schön sorgfältig, gleichmäßig vorne bis Richtung ungefähr ein paar Millimeter vom Öhr weg. So, ich glaube, es reicht schon. Jetzt sichere ich natürlich das Faungras mit zwei Wicklungen oder drei. Schneide den Rest hier ab. Das super Faungras von Edmund Roller ist doch schon sehr lang. Man kann also ein paar Trockenfliegen rausmachen. Man kann ja auch was anderes machen. Muss ja nicht mehr Trockenfliege sein. So. Jetzt kommt meine Grizzlyfeder, die tue ich praktisch so eine Art wie so ein Palmer binden. Nach vorne schön gerade. So, vorne angekommen. Sichere ich mir das gleich. So.
So, jetzt mache ich meinen Knoten. Schneide den Rest Christi fair ab. Von der Schöne ist sie auch lang genug, dass man auch noch immer noch daraus was Schönes basteln kann. Also Material braucht habt ihr da sehr wenig dran. Schneide jetzt mein Innenfaden ab. Und zum Schluss gebe ich wirklich einen ganz kleinen Tropfen noch mal vorne auf mein Knoten, damit mir das nicht alles wieder abhaut. Wirklich ganz, ganz wenig. Am besten ist, ihr besorgt euch entweder so einen kleinen Nagel oder manchmal sind auch bei so Dummy-Dürsten ein Stück Nadel dran. Nehmt das am besten. Wirklich ganz, ganz wenig. Und tut vorne das Köpfchen festmachen, aber bitte nicht das über. Weil sonst klebt ihr euch das zu und wenn ihr die Fliege dann im Einsatz haben wollt, könnt ihr sie dann nicht dran binden, weil das Ding zugeklebt ist. Dann müsst ihr euch wieder entweder frei machen oder sonstiges. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Materialien kriegt ihr bei der ER Fishing. Abonniert uns. Lasst uns einen Daumen da. Teilt das Video. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbinden, euer Fliegenfischer Bazar und ER Fishing. Bis zum nächsten Mal.